20 Minuten vor 8 in Kielrussee. Seit mehr als 30 Jahren wohnt er gegenüber der Grundschule. Das ist aber lecker. Ich höre ja, wenn ich dann irgendwo im Gange bin, dass hier mal gehupt wird und dann geht das Gepöbel los. Dann guckt man natürlich, hallo, was ist da wieder los? Nicht nur Peter Plefka guckt, was da los ist am Tag nach der Einschulung, sondern auch er, Otto Nissen. Extra im Einsatz, weil viele Mütter die Erstklässler zur Schule fahren. Guten Morgen. Sie haben gerade Ihr Kind rausgelassen. Sie dürfen hier auch zum B- und Entladen dürfen Sie hier anhalten. Aber ich bitte Sie in Zukunft bitte auf der Fahrbahn anhalten und nicht auf dem Bürgersteig. Dann die Neuankömmlinge, die kommen alle schön mit den Eltern. Ja, wenn er sie ja schon wegjagt. Ach so, er klärt sie nur auf. Oder was macht er? Der Wachmeister. Gerade die neuen Schüler sind noch nicht so firm mit den Verkehrsregeln vertraut. Und wir achten drauf und würden sie da auch jedenfalls darauf hinweisen, was sie falsch machen, damit da nichts passiert. Otto Nissen kennt das schon seit Jahren. Elterntaxi und immer dieselben Probleme. Halten ist erlaubt, aber parken, das geht gar nicht. Wir bringen Ihr Kind zur Schule. Wissen Sie, das Schlimmste ist, wenn drüben alles voll ist auf der Seite, dann stehen Sie hier und lassen die Kinder raus. Das ist das Gefährlichste. Und dann die Kinder zack hinten um Auto rum und rennen gleich rüber, weil drüben irgendwie Schulfreundinnen gehen. Die wollen da gleich hin, die wollen mitgehen. Und dann ruft die Mutter noch zurück, Tasche vergessen. Und das Chaos geht jetzt auf dem Parkplatz los. Das geht jetzt los. Weil sie da alle rauffahren und die anderen stehen da vorne, dann kommen die nicht wieder raus. Und dann geht das aber los. Die Kinder müssen angeschnallt sein und bei seiner Größe braucht er immer noch eine Sitzerhöhung. Sonst dürfen sie ihn nicht im Auto mitnehmen. Ach so. Na? Okay. Ich drücke heute noch mal ein Auge zu. Die Kleine ist ja auf der Sitzerhöhung, nee, aber das braucht er auch noch. Okay. Das sind doch nur die Mütter, die sagen, sie fahren zur Arbeit und bringen das Kind nur schnell vorbei. Das ist ein Weg. Dabei haben sie einen Morgenmantel an. Ja? Oder einen Schlafanzug. Also den Job möchte ich mal wissen, was sie arbeiten. Das verstehe ich manchmal auch nicht, ganz ehrlich. Da kommen welche an, anstatt hier wieder, die fahren nicht hier hoch. Die drehen da oben auf dem Fußweg um. Und manchmal gehen dahinter noch Kinder, wissen Sie? Da wird gar nicht geguckt. Hier laufen keine Kinder. Die haben ihr Kind zur Schule gebracht. Hier laufen sie. Nein, das machen Sie und nicht alle anderen. Sie wenden hier auf, aber nicht auf den Bürgersteig mit dem Fahrzeug wenden. Ja? Nun hat er dem Bescheid gesagt, dass er auch geradeaus fahren darf. Die Aggressivität, die Leute, die pöbeln sich natürlich auch an. Das kommt vor. Ja, ja, und wie? Was meinen Sie, wie manchmal denn sind sie verkratzt, denn jagen sie los hier, weil sie so verkratzt sind? Ganz anders die Großeltern. Zum Abholen seien die überpünktlich und stünden schon eine Viertelstunde vor Schulschluss an der Straße, sagt Peter Plefka. Zum Ein- und Aussteigen dürfen sie auch anhalten, aber nicht auf dem Bürgersteig. Dann halten sie bitte auf dem Fahrbahnrand. Naja, das hat sie morgen wieder vergessen. Und was vergisst man noch schnell? Das kennen wir ja. Und morgen dürfte sich das Ganze wiederholen. Vor der Haustür von Peter Plefka.